Ich möchte mal hier noch ein paar Experimente mit GeoGebra 3D zeigen. Und zwar habe ich das schon ausprobiert, als GeoGebra noch in der sehr frühen Beta-Version war und es hat da auch schon funktioniert. Schauen wir mal, wie es jetzt mit der neuen Version geht. Die Idee ist eine Frage der Kopfgeometrie. Das heißt, was wäre denn, wenn ich zum Beispiel ein Rechteck habe? Zum Beispiel dieses hier. Und würde es an einer der Diagonalen, zum Beispiel dieser hier, drehen. Das bedeutet natürlich, wenn ich jetzt hier in der Ebene bin, dann kann das ja nicht funktionieren, weil wenn ich es drehen möchte, dann muss ja der Punkt D zum Beispiel und B natürlich auch aus dieser Ebene herauskommen. Das kann ich hier so direkt nicht machen. Deshalb eben Kopfgeometrie, dass man sich das also im Kopf überlegt, was wäre, wenn. Mit GeoGebra, mit der 3D-Version, habe ich jetzt die Möglichkeit, das dreidimensional darzustellen. Vielleicht ist das schon eine gewisse Hilfe. Wenn ich jetzt hier die Punkte, die ich in der Ebene gezeichnet habe, schon mal dreidimensional sehe. So kann ich mir das also auch von der Seite schon ansehen. Wenn ich das jetzt allerdings zeichnen will und also wirklich auch zeigen will, was passiert, wenn also der Punkt D hier rum rotiert, dann muss ich das ein bisschen anders machen. Ich brauche nämlich wirkliche 3D-Punkte. Hier zum Beispiel mein Punkt D ist ja ein 2D-Punkt mit nur zwei Koordinaten. Also mache ich jetzt Folgendes. Ich mache eine kurze Pause, lösche diese ganzen Punkte und ersetze sie durch 3D-Punkte, die zunächst mal hier also die Z-Koordinate 0 haben. So, die Punkte habe ich jetzt festgelegt und da zeichne ich ebenso ein Viereck. So, dieses Viereck ist hier jetzt auch zu sehen. Nur sind es jetzt eben 3D-Punkte, was man hier an den Koordinaten ja erkennen kann. So, jetzt überlege ich mir zunächst mal, wie muss das Ganze denn rotieren, sich bewegen. Wenn ich jetzt also, Moment, ich zeichne schon mal die Diagonale ein. Wenn D sich dreht, muss es also in einem Kreis um diese Diagonale sich drehen oder auf einem Kreis. Und dann verwende ich hier dieses Werkzeug. Nee, das war falsch rum. So rum erst das hier. So, das ist der Kreis, auf den sich das D jetzt bewegen muss. Senkrecht dazu. Ne? Ich kann, das wäre die einfachste Variante, einfach einen Punkt auf den Kreis setzen. Den könnte ich als Gleiter hier bewegen lassen. Was ich allerdings haben möchte, ist einen Schieberegler, mit dem ich das Ganze steuern kann, damit ich es dann auch automatisch animieren lasse. Also kann ich das eh nicht so bewegen. So, ich habe mir das auch schon ein bisschen vorher überlegt. Wie kann ich das denn machen, dass ich das hier bewege? Am einfachsten ist eine Kreisbewegung mit Hilfe von Sinus und Cosinus. Nur liegt dieser Kreis hier jetzt nicht in einer der Koordinatenebenen, sodass das so einfach ist, sondern ich brauche hier in diesem Fall dann Vektoren, mit denen ich das machen kann. Da ich den Mittelpunkt des Kreises noch nicht konstruieren lassen kann, fällt es mir ein bisschen schwer, das ganz schnell zu machen. Deshalb muss ich einen anderen Kreis mir als Hilfskreis erstellen. Und zwar brauche ich einen, der parallel zu diesem Kreis ist und durch oder den Ursprung als Mittelpunkt hat. Dazu verwende ich ein paar Hilfskonstruktionen. So, jetzt nehme ich erstmal eine Ebene, zeichne mir eine Ebene, die durch drei Punkte geht, die diesen Kreis enthalten. Dann zeichne ich eine senkrechte Gerade ein. Und zwar senkrechte in einem Punkt, also in D. Und worauf senkrecht? Auf meine Ebene. So, die Ebene, die kann ich schon wieder verstecken. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Und ebenso kann ich zum Beispiel auch diese Punkte hier verstecken.
Die waren jetzt gerade eben nur zum Einzeichnen der Ebene notwendig. So, jetzt muss ich noch wissen, wo kommt der andere Kreis mit dem Mittelpunkt hier im Ursprung hin? Dazu brauche ich einen Kreispunkt. Wie mache ich das? Im Prinzip brauche ich eine Ebene, die senkrecht auf diese Gerade steht und durch diesen Punkt im Ursprung geht. Da habe ich noch keinen Punkt eingezeichnet, also lege ich den mal gerade an, einen Ursprungspunkt. Und dann gibt es ja, was haben wir denn hier? Gibt es eine senkrechte Ebene, also senkrecht zu einer Geraden und durch einen Punkt gehen. Das passt ja. Also ich wähle den Punkt und wähle die Gerade. So, dann bestimme ich nur noch den Schnittpunkt. Wo haben wir es hier? Schneide also diese Ebene und die Gerade und dann habe ich einen Punkt, durch den mein Kreis gehen muss. So, diese Ebene kann ich ebenso unsichtbar machen. Ja, und dann kann ich ja meinen Kreis einzeichnen. Das wäre Kreis mit Achse durch Punkt. Das wäre also die Achse und der Punkt. Das wäre jetzt mein Kreis. So, zum Rotieren brauche ich jetzt zwei Vektoren, die aufeinander senkrecht stehen. Das wäre zum einen der Vektor, den ich zum Beispiel bekomme zwischen dem und diesem Punkt. So, jetzt brauche ich noch einen Vektor, der hier senkrecht zu diesem ersten eingezeichneten steht. Das wäre zum Beispiel der Schnitt zwischen dem Kreis hier und der Z-Achse. So, und das mache ich mit dem Schneidewerkzeug, weil es anders nicht funktioniert hat. Und zwar habe ich das vorhin schon hinbekommen. Ich mache es gerade nochmal. Einfach die zwei Objekte anwählen, also auch die Z-Achse, die kann hier aktiviert werden. Und dann habe ich einen Punkt, den ich gesucht habe. So, und dadurch bekomme ich den zweiten Vektor. Dann kann ich auch einzeichnen, geht ein bisschen schneller vom Ursprung. Das war der Punkt G zu diesem Punkt J. So, jetzt brauche ich aber einen Schieberegler, damit ich das Ganze animieren kann. Und diesen Schieberegler, den zeichne ich mir in der Grafikansicht 2 an, die ich hier einfüge und unter die Algebra-Ansicht setze. Die Achsen mache ich hier mal unsichtbar und hier einen Schieberegler, den ich gleich einen Winkelnamen gebe. So, und dieser Winkel Alpha, der soll jetzt also verwendet werden, damit ich einen Punkt hier auf diesem Kreis rotieren lasse. Und den nennen wir mal R wie rotieren. Und der ergibt sich ja, ich habe hier zwei Vektoren U und V. Und zwar Cosinus von Alpha mal U plus Sinus von Alpha mal V. So, hat es geklappt? Probieren wir mal mit dem Schieberegler. Das funktioniert und tatsächlich, das klappt. Also ich kann das hier einmal ganz rum rotieren. Jetzt brauche ich aber einen Punkt, der da drüben ist. Und dazu, das soll ja D' sein, dann nehme ich mir gerade R plus den Vektor, der zwischen H und D ist, also zwischen H und D. Und dann wird mein D' gerade entsprechend verschoben. So, jetzt räume ich mal ein bisschen auf, lass mal alle Sachen versteckt, die ich nicht brauche. Die ganzen Vektoren kann ich hier entfernen. Oder hier. Dann habe ich ja noch die zweite Gerade. So, und jetzt habe ich, glaube ich, da ist noch ein
und ein Punkt. So. Also das soll jetzt mein D-Strich sein. Der rotiert um die Achse herum auf diesem Kreis. Jetzt brauche ich natürlich noch B-Strich. Das C und das A bleiben ja konstant. Das sind Fixpunkte. Für B-Strich erspare ich mir jetzt eine große Konstruktion, so mache es mir ganz einfach. Das ist nämlich einfach minus D-Strich. So, und jetzt muss ich eigentlich nur noch das Vieleck einzeichnen. Das ist also, hops, nicht drin, C, D, also D-Strich natürlich, B-Strich und C. So, und hier ist mein Vieleck. Wir probieren es mit dem Schieberegler aus. Das dreht sich also schön. Nebenbei kann ich das natürlich auch hier betrachten. Das heißt, was ist in der Ebene zu sehen? Nicht allzu viel. Aber was ich müsste den Schieberegler begrenzen auf 180 Grad, damit ich das besser erkennen kann. Und ich kann nur erkennen, wenn diese zwei oder wenn mein gedrehtes Vieleck eben in der Ebene liegt. Das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen hübscher machen, damit man das mit Farben besser erkennen kann. Ich könnte auch zum Beispiel noch einen Kreis für B anzeichnen. Gut an. So, und jetzt halte ich mal kurz den Film an und verändere die Farben, sodass man das dann besser erkennen kann, was hier tatsächlich passiert. So, ich habe die Farben noch ein bisschen verändert. Jetzt mache ich mal die Animation an. Ich schließe mal die Grafikansicht 2D, weil die mich jetzt einfach hier ein bisschen stört. Und hier sieht man sehr schön, wie man also beobachten kann, was da passiert, wenn das Ganze umgeklappt wird. Interessanter ist sicherlich noch hier in 3D-Ansicht mit der Anaglyphenbrille. Sieht also sehr realistisch aus. Wenn Sie gerade eine Brille zur Hand haben, können Sie es ja ausprobieren. Aber auch hier kann man das, denke ich, sehr gut erkennen. Und in der 2D-Ansicht sieht man dann, was wirklich von oben passiert. Ich habe jetzt hier die Perspektive. Wir können es aber mal so von oben angucken. Stimmt nicht ganz hier mit der Achse, weil das eine perspektivische Ansicht ist. Dazu müsste man es so machen. Ja, aber man kann eben auch die Schrägansicht sich zeigen lassen und sieht dann, was eben mit dem Rechteck passiert. Ja, ich hoffe, das ist ein ganz hübsches Beispiel, dass die Leistungsfähigkeit von GeoGebra in seiner 3D-Version zeigt. Sie sehen oder sollten gesehen haben, dass man wirklich fast genauso konstruieren kann, wie man es von der 2D-Version kennt. Mit Senkrechten, mit Parallelen und so weiter. Wenn man noch ein paar zusätzliche Kenntnisse hat, kann man eben hier auch schön Animationen erstellen, mit Hilfe von Vektoren, mit Hilfe von Sinus und Cosinus, also Drehaktivitäten. Und ich denke, Sie oder ich hoffe, Sie haben jetzt ein bisschen Anregung bekommen, um es selber auszuprobieren.